Hallihallo! Wir sitzen gerade vor einem besonders schönen Hintergrund, im Chaos quasi, was ich auf meiner Couch versammelt habe, weil ich gerade eben gestaubsaugt habe. Heute ist ein Tag, an dem ich sehr viele Dinge erledigen muss. So ein Get-Shit-Done-Tag so ein bisschen. Es haben sich jetzt in den letzten 2, 3 Tagen super viele Sachen angesammelt, die ich heute mal machen muss, beziehungsweise ich habe auch gestern schon viel erledigt. Richtig viel, auch richtig wichtige Sachen, die ich seit Monaten vor mir hergeschoben habe. Und heute möchte ich damit noch ein bisschen weitermachen. Und außerdem muss ich heute auch ein Video drehen. Leo ist diese Woche nicht in Köln, sondern zu Hause bei ihrer Familie. Ich mag solche Wochen ehrlich gesagt nicht so gerne. Also ich arbeite definitiv viel lieber, wenn wir beide zusammen in Köln sind. Es geht natürlich auch manchmal so, dass wir uns nicht treffen und dass wir beide von zu Hause arbeiten. Aber im Normalfall sind wir wesentlich produktiver, wenn wir uns treffen. Und außerdem macht auch einfach alles mehr Spaß. Also ich bin mittlerweile sehr sicher, dass ich glaube, dass ich diesen Job nicht machen würde, wenn wir nicht zu zweit wären. Einfach weil das sonst auf Dauer sehr einsam ist. Und das ist auf Dauer, finde ich, sehr anstrengend. Also ich meine, jetzt für diese Woche werde ich es wohl hinbekommen. Aber wenn Leo dann länger weg ist bald, muss ich mir da auf jeden Fall vorher mal was überlegen. Aber noch ist es ja nicht so weit. Und für diese Woche habe ich mir, glaube ich, genug Pläne gemacht und Termine gemacht und vorgenommen, um gut durch die Woche zu kommen und nicht zu vereinsamen oder gefühlt zu vereinsamen. Und ich glaube, bevor ich jetzt hier ins Ewige vor mir herschieben und rumlabern verfalle, werde ich mich mal umziehen und anfangen, das Video zu drehen für diese Woche, also für Freitag. Das ist ein Video, was ich mir schon ewig vornehme. Und wo ich nie so richtig weiß, wie ich anfangen soll. Und deswegen schiebe ich das ewig vor mir her, obwohl ich schon ewig drehen will. Und ich will es wirklich. Ich will das wirklich. Aber manchmal weiß man halt nicht so richtig, wo anfangen. Aber gut. Es muss getan werden. Von daher motiviere ich mich jetzt irgendwie. Ich glaube, vielleicht esse ich vorher noch eine Kleinigkeit. Ich habe noch nichts gegessen heute. Dann ziehe ich mich um und dann geht's los. Ist zwar schon fast aufgegessen und sieht auch nicht sonderlich schön aus, aber das ist mein Frühstück. Das ist quasi so eine Art Porridge, aber aus Müsli gemacht, weil ich einfach noch ganz viel Müsli da hatte. Aber keine Lust hatte auf kaltes Müsli, also habe ich das wie Porridge gekocht mit Kokosmilch. Und dann habe ich da gefrorene Himbeeren mit drauf getan oder drunter gerührt und ganz viel Zitronensaft und Rosmarin und ein bisschen brauner Zucker. Und ich finde die Kombi echt mega lecker. Ich bin sehr begeistert davon. All we do is drive around aimlessly, trying to forget who we want to be, trying to just breathe and be carefree, baby, you and me. Okay, oh mein Gott, wie man sieht, ich habe was anderes an und meine Haare sind gestylt. Vielleicht könnt ihr anhand dessen schon erraten, worum es geht, beziehungsweise ich kann es euch auch einfach sagen, es ging um meine Haare. Ich bin gerade ziemlich hyper, ich glaube, weil ich relativ viel Koffein-Intus habe und was gegessen habe und ein Video gedreht habe und unglaublich viel auf einmal geredet habe. Und das hat so lange gedauert und es war so chaotisch, dieses Video. Aber ich bin tatsächlich ganz gut durchgekommen und ich bin jetzt gleich noch zum Kaffeetrinken verabredet. Deswegen stand ich so ein bisschen unter Zeitdruck, um das noch fertig zu bekommen. Puh, ich glaube, ich muss erstmal vielleicht tief durchatmen und ein bisschen runterkommen und mich ein bisschen sammeln. Und in der Zeit räume ich, glaube ich, vielleicht mal ein bisschen auf. Hier ist schon wieder absolutes Chaos um mich herum, wie immer. So, ich bin zum Gefühl 1000. Mal heute umgezogen. Mein Spiegel steht auch in einer ganz anderen Ecke als sonst. Nicht, dass ihr euch wundert, dass da jetzt auf einmal das Sofa ist. Ich habe nicht wirklich umgeräumt, ich habe nur den Spiegel umgeräumt. Also ich würde mich jetzt mal aufmachen zum Kaffee trinken und dann mal sehen, was der Tag noch so bringt. Wobei ich glaube, ich keinen Kaffee trinken sollte, da ich eh schon so mega hyper bin. Ich glaube, ich sollte einen Tee trinken. Am besten Kamillentee oder so. Head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're outlaws, with our deep scars and our fast cars. Guck mal, Laura hat gerade angefangen, ihre Termine zu planen. Das ist unser Planer. Also ich will jetzt nicht ihre Termine filmen, aber voll gefreut, richtig cool. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Der Akku ist gleich leer. Nicht so cool. Ich habe jetzt hier gerade eben noch auf der Couch gelegen. Irgendwie, ja, kann ich mich gerade nicht motivieren. Ich hatte für heute Abend eigentlich noch einiges vor, aber irgendwie ist heute nicht so der Tag, an dem ich so mega motiviert bin, viel zu machen. Ja, mal sehen, ob ich irgendwie gleich noch was auf die Kette bekomme, ob ich es noch hinkriege, irgendwas von meiner To-Do-Liste abzuhaken. Es ist vorhin noch ein riesengroßes Paket bei mir angekommen mit Bildern. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das könnte ich jetzt vielleicht nur noch auspacken. Das motiviert mich tatsächlich, von der Couch aufzustehen und da mal reinzugucken. Und auch gerade bei den Typen, die sie kennenlernt und die Typen kennenlernen, die denen es auch egal ist, ob die Freundin dick, dünn, groß, klein ist, was weiß ich.
Also ich habe dazu mehrere Gedanken. Also ich bin irgendwie nicht so richtig auf der Höhe. Ich bin gerade nicht in der Lage, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe ziemlich viele bestellt und kann mich gerade nicht so richtig entschließen, wo ich die alle aufhänge und wie ich das alles mache. Ich möchte gerne im Flur so eine Collage machen aus mehreren Fotos. Postern. Und muss jetzt mal die passenden Rahmen für jedes Bild raussuchen und so. Und ich hätte für viele auch gerne noch Passepartouts, aber die habe ich noch nicht. Aber das hier ist zumindest eins meiner absoluten Lieblingsposter aus der Bestellung. Super schön, vor allen Dingen wegen dieser Goldprägung da. Ich bin echt müde. Aber es ist ein gutes Zeichen, weil ich in der Zeit oft abends nicht wirklich müde war. Und das ist ja schon mal ein Anfang, wenn ich abends müde bin und schlafen kann. Und daher sage ich jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns dann im Laufe der Woche. Was machen wir jetzt? Ins Boot! Fein! Und jetzt komm schnell wieder hier raus. Das ist nämlich nicht erlaubt. Testaufnahme. Mir ist gerade voll die Kamera hier auf den Steinboden geknallt, aus meiner Tasche raus. Sieht aber aus, als würde alles funktionieren. Irgendwas kommt. Ah, die pusht. Ja! Ja! Ja, sie kann reinkommen! Traut sich jetzt nicht. Da will ich mich auch nicht trauen. Sammy, ich vlogge. Ist Mittwoch, seit Mittwoch, Mama? Ja, ist Mittwoch. Und ich bin zu Hause bei meiner Familie. Wir waren heute Morgen Gassi. Und wir haben uns jetzt gerade fertig gemacht, um nach Karlsruhe in die Stadt zu fahren. Ich bin die ganze Woche in Karlsruhe und irgendwie fühle ich mich heute krank. Ich habe schon voll viel Ingwertee getrunken und Smoothie und alles Mögliche. Aber irgendwie fühle ich mich nicht so hundertprozentig fit. Aber ich freue mich jetzt trotzdem, in die Stadt zu gehen. Wir gehen erst was zusammen essen und dann ein bisschen einkaufen. Mal gucken. Ich bin gerade bei Mango. Und Lena und ich sind am Samstag bei einem Dreh. Ich wollte gucken, ob ich was zum Anziehen finde dafür. Ich bin gerade bei Mango. Ich muss mich beeilen. Mein Bruder sitzt nämlich draußen und kriegt die Krise. Das Kleid finde ich eigentlich voll schön. Aber ich würde es gerne eine Nummer größer anziehen. Und das gibt es leider nicht. Und ich möchte es richtig gern. Momo! Hi! Was sagst du dazu, was? Dass du bald nochmal ran musst? Es wird ein Riesenspaß. Video braucht unbedingt einen Daumen nach oben. Vielleicht kriege ich dann nur darüber redet, dass wir nochmal Video zusammen drehen. Und einen bestimmten Daumenzahl oder was? Ja, ab 10.000 drehen wir noch eins. 10.000 Daumen hoch. Ja, okay. Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet als zweites Video. Weil wir haben ein bisschen überlegt diese Woche und es ist ja nichts richtig Gutes eingefallen. So gar nicht. Also wenn ihr irgendeinen Videovorschlag habt, wir würden uns freuen. Dann würden wir das Drehen von dem nächsten Video auch in Angriff nehmen. Wir holen uns jetzt ganz kurz einen Eiskaffee. Shoppen ist anstrengend. Wie viel Bock hast du? Auf was? Auf Shoppen? Ja. Riesig. Riesig. Wirklich enorm. Danke. In unserer Familie haben eigentlich immer alle Hitze. Ich gehöre da auch dazu. Aber wenn einer noch mehr Hitze hat, das ist mein Bruder. Der hat sich jetzt halt einfach einen Eiskaffee bestellt. Wir sind immerhin 14 Grad, ne? Da kann man schon mal... Die Sonne war heute die meiste Zeit vom Tag draußen. Da kann man schon mal einen Eiskaffee bestellen. Ich hatte voll Bock auf so einen mega süßen Kaffee und habe einen White Mocha. Vanilla White Mocha oder sowas und auf jeden Fall habe ich den mit Kokosnussmilch genommen. Was machen wir jetzt noch? Du, jetzt würde ich sagen, kleiner Spaziergang.
Kein Spaziergang. Wir sind jetzt auf dem Heimweg. Gut, damit. Mama. Me in the Vlogging. Mir geht's immer gerade formidabel. Ich hab Batterien geschafft. Moritz ist einfach nur froh, dass wir nach Hause gehen. Freust du dich? Freust du dich, dass wir zu Hause sind? Die Mama. Hallo. Ich diese Woche zu Hause bin, meinen Freund deshalb nicht sehe, gibt es jetzt die wöchentliche Portion Französisch beim Vokabellernen meiner Schwester. Muss jetzt eine genauso gute Figur machen wie der Franzose. Schaffst du das? Orientalischer Lederpantoffel. Le Babouche? La Babouche. Das sind halt so Wörter, wo ich mir denke, nicht zu verwechseln mit Baba Ganoush. Auberginenpaste. Sammy, das ist überhaupt nicht störend, was du da im Hintergrund machst. Könntest du nicht mit dem nervigen Ball spielen jetzt? Das wäre total lieb. Danke. Taxi. Le Taxi. C'est quoi un taxi? C'est une voiture? Schon. Schon, ja, das ist eigentlich ein gutes, eine gute. Schreibe einfach hin. Vous connaissez pas Joe Le Taxi? Ja, du gemeint ein Bett. Ich gehe jetzt auch ins Bett. Wir sehen uns dementsprechend. Ich glaube am Freitag wieder. Your location, let's focus on communicating, cause I just need a time and place to come through. Send me your location, let's rise the vibrations, I don't need nothing else but you. Hello! Mann, sehe ich fresh aus. Meine Haare sind super fett. Ich habe nur Mascara drauf. Ich bin in den übelsten Gammelklamotten. Ich habe heute noch nicht das Haus verlassen und ich fühle mich echt wie der größte Gammel heute. Aber ich saß den ganzen Tag zu Hause und habe geschnitten. Und weil ich heute Morgen leider so eine Stunde verpennt habe, bin ich jetzt am Ende auch ziemlich im Stress gewesen und das war sehr, sehr, sehr aufwendig zu schneiden und vor allen Dingen ist es jetzt im Export gerade eine absolute Katastrophe. Das war schon länger nicht mehr so, also ich weiß gerade nicht, was das Problem ist an dem Video. Vielleicht, dass einfach so viele Schnitte sind und so viele Dateien und so, dass mein PC mal wieder völlig am Abspacken ist. Aber ja, deswegen hat das sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und bisher ist heute noch nichts anderes passiert, außer dass ich dieses Video geschnitten habe. Und dann dachte ich, ich drehe jetzt vielleicht gleich einen Schminktalk, um euch so ein bisschen zu begrüßen und euch zu erzählen und so. Und dann dachte ich, eigentlich habe ich keine Lust, mich heute zu schminken und es ist super unnötig. Deswegen bleibe ich jetzt einfach so. Ich muss jetzt gleich meine Sachen packen, denn ich fahre nach Wiesbaden. Wir haben da ein Projekt. Das, was wir machen, ist auch nicht heute Abend, sondern wir übernachten nur, weil es morgen relativ früh losgeht. Ich treffe mich übrigens mit Leo dort. Also Leo ist ja momentan gerade zu Hause bei ihrer Familie und sie kommt halt direkt von dort nach Wiesbaden und da treffen wir uns. Und dann fahren wir morgen zusammen wieder zurück nach Köln. Freue mich mega, dass ich jetzt Leo wiedersehe. Ich glaube, ich habe das in dem Vlog diese Woche schon ein bisschen erwähnt, dass ich es immer schöner finde, wenn wir zu zweit sind. Und ich habe ja auch super viel zu erzählen. Es ist so viel passiert diese Woche, habe ich das Gefühl. Und wir sind natürlich immer in Kontakt, auch wenn wir uns nicht sehen. Aber es ist halt natürlich ein anderer Kontakt und es ist nicht so intensiv, wie wenn man sich wirklich sieht. Also Leo, ich habe dich sehr vermisst, dass du nicht da warst. Nachdem ich gepackt habe, musste ich auch noch ein bisschen meine Wohnung putzen und aufräumen, weil mein Vermieter morgen hier in meine Wohnung muss. Eine Freundin von mir lässt ihn hier kurz rein. Also hier muss nur sowas überprüft werden, weil hier ja renoviert wurde, bevor ich eingezogen bin. Und da müssen jetzt noch so ein paar Sachen erledigt werden. Ist leider immer noch nicht alles geklärt. Es fragen auch immer ganz viele Leute nach mehr Home-Updates und weil ich zeige, was ich in der Wohnung alles getan hat und so weiter und so fort. Ich möchte ehrlich gesagt noch so ein bisschen warten. Sorry, meine Frisur löst sich hier gerade so komplett auf. Ich drehe auf jeden Fall nochmal ein paar Home-Update-Sachen, wenn sich denn mal was getan hat. Aber aktuell
hat sich ehrlich gesagt nicht so viel getan und ich muss auf so viele Sachen noch warten oder ich finde nicht das Richtige oder die Liefertermine verzögern sich oder. Also es gibt tausend verschiedene Gründe, weshalb bestimmte Sachen einfach immer noch nicht fertig sind. Und ja, bisher ist es, glaube ich, gar nicht viel Neues passiert, was ich euch sagen kann. Ich habe ein paar neue Pflanzen und meine Vorhänge hängen. Ich glaube, die habe ich noch nicht so richtig gezeigt. Aber ansonsten kann ich nicht so viel berichten. Ich glaube, es dauert auch 1 Million Jahre, bis hier in der Wohnung mal alles so weit ist, dass es hier fertig ist. Und selbst dann weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob ich eine Roomtour drehe. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob mir das nicht zu privat ist und wie genau ich das mache. Also ich werde euch auf jeden Fall ein paar Einblicke geben und euch ein paar Sachen zeigen und so. Aber ich bin noch nicht ganz sicher, wie genau und wann genau ich das filmen werde. Ich hole jetzt mal meinen Koffer und mache mich mal ins Packen. So, ich bin gerade nicht so ganz sicher, wie ich das machen soll mit meinem Zug, denn der fährt in ungefähr einer Stunde und der Export von dem Video dauert immer noch 40 Minuten, viel länger, als es am Anfang angezeigt hat. Und das ist total unrealistisch, dass ich das schaffe, in der Zeit das Video noch hochzuladen und zum Bahnhof zu fahren. Also ich weiß gerade nicht so richtig, wie ich das machen soll. Oder ob ich dann irgendwie versuche, das unterwegs irgendwo hochzuladen. Aber es dann ist schon mega spät und es nervt mich jetzt schon wieder so. Weil wenn ich halt einfach dann aufgestanden wäre, als ich hätte aufstehen wollen, hätte es halt hingehauen. Mann, oh. Ich bin ein richtiger Packprofi. Oh Mann, das ist jetzt hier gerade völlige Eskalation. Man denkt sich wahrscheinlich so, wieso zur Hölle nimmst du so einen Riesenhaufen Klamotten und Kosmetik mit für eine Nacht? Aber manche Sachen davon muss ich fotografieren, also die sind quasi für ein Shooting. Dann habe ich ganz viele Sachen für Leo eingepackt, dann habe ich ganz viele Klamotten, weil wir nicht genau wissen, was wir morgen anziehen sollen bei dem Projekt, wofür wir da sind. Uns wurde nur so eine grobe Richtlinie genannt, deswegen habe ich jetzt mal ganz viele Alternativen eingepackt, die so ungefähr in die Richtung gehen. Und hoffe, dass irgendwas dabei ist, was ich anziehen kann. Und dann packe ich mal noch meinen Gigacube ein, weil ich ja gerade nicht so richtig sicher bin, wie das jetzt klappen soll mit dem Video. Und dann kann ich vielleicht wenigstens im Zug irgendwie versuchen, das Video hochzuladen. Weiß zwar nicht, ob das klappt, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, weil ich fahre mit dem IC und nicht mit dem ICE. Also da gibt es auf jeden Fall kein WLAN. Mal gucken, ob es damit klappt. Oder ob es jetzt vielleicht gleich noch klappt. Vielleicht ist der PC ja doch schneller, als er momentan anzeigt. Ihre nächsten Anschlüsse IC 2029 nach Nürnberg. Ich bin richtig erledigt. Es war eine super anstrengende Fahrt. Ich dachte ernsthaft, dass ich den Zug verpasse, weil der Videoexport so lange gedauert hat. Und dann habe ich das Video im Taxi zum Bahnhof fertig exportiert und dann im Zug mit dem Gigacube hochgeladen. Also das war wirklich der pure Stress. Aber es hat am Ende geklappt. Also ich bin jetzt sehr froh, das Video ist online. Die Kommentare sind mega nett. Ich habe mich total gefreut, weil ich ein bisschen nervös war, das Video online zu stellen. Weil ich bei manchen Sachen das Gefühl hatte, dass es vielleicht ein bisschen falsch ankommt oder so. Aber bisher waren alle Kommentare mega nett. Also falls ihr schon immer irgendeine Frage hattet über meine Haare, dann schaut gerne mal in der Infobox vorbei oder hier oben irgendwo. Jetzt liege ich hier noch eine Weile rum und warte auf Leo. Ich habe mich mit übelst vielen Snacks eingedeckt, weil ich keine Zeit mehr hatte, was Richtiges zu essen und mega Hunger hatte. Ja, deswegen habe ich eine Menge Snacks eingekauft und die werde ich mir jetzt mal gönnen, glaube ich. Schokocracker. Haribo Ingwer Zitrone, eine Apfeltasche, Wasser und noch ein kleines Stück Brest Baguette. Ich glaube, das war's tatsächlich. Falling in love now, losing control now, fighting the truth. Juhu, Leo hat mir gerade geschrieben, dass sie gerade angekommen ist. Deswegen werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen. Sie weiß nicht genau, wo sie hin muss und ich hoffe, dass ich sie unten irgendwo finde. Leute, ich finde es hier so creepy. Die Gänge hier sind alle so lang. Und es ist so leer. Sowas ist für mich der Inbegriff von einem Horrorfilm und ich gucke nicht mal Horrorfilme. Guckt, wen ich gefunden habe. Armer, kranker Leo.
Geht, geht. Ich bin nur, also wirklich, es klingt kränker und sieht kränker aus, als ich mich fühle. Ich fühle mich eigentlich wieder recht fit. Nur zu einer Nase, sonst alles tipptopp. Außerdem bin ich voll excited, in Wiesbaden zu sein, weil meine liebste Krimi-Darstellerin, Sabine Nemes, ist die Hauptkommissarin vom BKA Wiesbaden. Und ja, die ist, was nämlich mein erster Gedanke war, als ich eben durch das Hotel gelaufen bin, dass alles aussieht wie in einem Horrorfilm. Und ich gucke ja nicht mehr Horrorfilme. Das ist kein Horror, das sind gute Krimis, gute deutsche Krimis. Aus dem Rhein-Main-Taunus-Krimi. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall, als ich hierher gefahren bin, alle Orte kamen ja, also alle Orte rund um Wiesbaden, kenne ich halt in- und auswendig, weil die Sabine Nemes da immer so um die ist, wirklich. Ich bin voll excited, die hier zu treffen vielleicht. Gibt's die wirklich? Nein. Ich kann ganz nur umjammern, wie scheiße es ist, wenn du nicht da bist und also die Dinge sind selber ein bisschen. Also jetzt und dann. Was ist denn? Party. In einem Hotel Room. Ja, das kann ich dir nicht mehr. Oder? Find the truth, trying to hide, but I think it's alright now, girl. I think it's alright. Es ist Sonntag. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie wir am Freitagabend den Vlogtag beendet haben, beziehungsweise generell, was Lena euch so am Freitag erzählt hat. Ich war ehrlich gesagt am Freitagabend ziemlich durch, ziemlich kaputt von der Autofahrt und generell von der Woche und kann mich nicht mehr so richtig erinnern, wie der Vlogtag aufgehört hat. Aber wir waren gestern in Wiesbaden mit La Roche-Posay auf einem Videodreh. Wir haben auch gevloggt, aber weil das Video noch eine ganze Weile nicht rauskommt, heben wir uns die Vlogdateien sozusagen auf und zeigen euch die dann, wenn das Video auch wirklich fertig ist, weil dann macht das Ganze ein bisschen mehr Sinn. Aber wir werden euch auf jeden Fall noch genauer von gestern berichten. Nur so viel, es war richtig cool. Ich habe mich gefühlt wie ein Filmstar. Es war so ein richtiger Filmdreh quasi, also wie man sich Film und Fernsehen und so vorstellt, mit so einem richtigen Set, mit 1000 Leuten, die alle für 1000 verschiedene Sachen zuständig waren. Wir haben jede Szene super oft gefilmt. Auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung, aber wie gesagt, wir erzählen euch darüber ein bisschen mehr, wenn dann das Video, das wir gestern gedreht haben, auch wirklich fertig ist. Jetzt ist jedenfalls Sonntag und da ich eigentlich theoretisch erst einen Vlogtag die Woche gefilmt habe, dachte ich, ich nehme euch heute noch mal ein bisschen mit. Es war richtig schwierig, zu Hause zu filmen bei meiner Familie. Ich war aus einem nicht so schönen Anlass eigentlich zu Hause und habe dementsprechend viel Zeit im Krankenhaus verbracht und mit nicht so schönen Dingen. Und deshalb war wenig Zeit zu vloggen, es war wenig Zeit für was anderes. Und das ist Lena, die mir schreibt. Von einer Sache wollte ich euch auf jeden Fall noch berichten. Und zwar werden morgen, also wenn dieser Vlog hier online geht, unsere Kalender wieder erhältlich sein. Ganz viele von euch haben mich in den letzten Wochen immer wieder gefragt, wann die wieder reinkommen. Und jetzt ist es endlich soweit. Und zwar ist der Weekly Planner mit Spiralbindung, also die Deluxe-Variante, jetzt wieder im Shop erhältlich. Wir haben den damals sofort nachbestellt, als die Kalender ausverkauft waren. Aber es hat halt eine Weile gedauert, bis er gedruckt war und eingelagert und so weiter. Jetzt ist es soweit, jetzt müsst ihr ihn wieder geben. Also falls ihr damals keinen bekommen habt, aber gerne noch einen hättet, schaut mal in der Infobox vorbei, da verlinke ich euch unseren Shop und dann kommt ihr direkt zum Produkt, zu unserem Planner. Es wird wieder eine limitierte Stückzahl sein, also der ist jetzt nicht permanent im Shop, sondern wir haben wieder eine gewisse Anzahl nachbestellt. Vor allen Dingen ist es diesmal auch so, dass wir nur eine limitierte Stückzahl an unterschriebenen Autogrammkarten dazu packen können. Also nur die ersten 400-500, glaube ich, kriegen noch eine von den unterschriebenen Karten ab. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das für die nächsten Produkte oder für die nächsten Pläne machen. Was wollte ich euch noch berichten? Ich bin immer noch krank, beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich bin jetzt sogar wieder ein bisschen mehr krank, weil ich gestern zu lange im Kalten stand, nicht richtig angezogen, habe ich das Gefühl. Gestern war ich den ganzen Tag unterwegs auf einem Videodreh und heute ist mein Freund auf einer Messe. Das heißt, wir haben uns jetzt auch Ewigkeiten nicht gesehen. Ich freue mich dann sehr, heute Abend auch mal wieder ein bisschen Zeit mit meinem Freund zu verbringen. Bis dahin schneide ich jetzt noch den Vlog, muss hier dringend aufräumen und wahrscheinlich mache ich auch noch einen Mittagsschlaf. Seit ich meine French Press habe und seitdem man die jetzt auch in den Vlogs öfter gesehen hat, habe ich ganz viele Fragen dazu bekommen. Vor allen Dingen zu dem Mischverhältnis zwischen Kaffee und Wasser, also dachte ich, erzähle ich das mal ganz kurz. Ich habe so einen Löffel
von meiner Mama dazu geschenkt bekommen. Ich glaube, der ist relativ Standard. Und ich benutze 1,5 Löffel Kaffee für eine Tasse Wasser. Das sind die Kaffees, die ich bisher ausprobiert habe. Also der von Van Dijk. Den gibt es hier in Köln. Ich weiß gar nicht, ob man den auch online bestellen kann. Und dann 2 verschiedene von Chibo. Ich bin da einfach hin und habe nach einem milden Kaffee gefragt und ob die mit denen für die French Press malen. Und das machen die auch. Das ist einmal dieser Kaffee-Crema hier. Der war auch richtig gut. Und dann der Blonde Roast. Der riecht unglaublich gut. Ich habe den jetzt zu Hause gekauft und hatte den die ganze Zeit im Auto. Mein ganzes Auto hat nach Kaffee gerochen. Meine French Press ist von Bodum. Kann ich euch in der Infobox verlinken. Ich habe, ich glaube, das zweitgrößte Modell. Es gibt noch eins größer und Lena hat eins kleiner. Damit kann man ungefähr 3,5 Tassen Kaffee machen. Ich mache auch immer ein bisschen mehr. Habe ich auch Fragen dazu bekommen. Wir wärmen den dann einfach in der Mikrowelle wieder auf. Also ich schmecke da keinen großen Unterschied. Kleines French Press Q&A. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Pizza, pizza, pizza. Ja, Pizza geholt. Mein Freund ist zu Hause. Ich habe schon im letzten Vlog sonntags gefilmt, wie wir Pizza bestellt haben und gegessen. 485 Grad. Pizza an einem Sonntagmittag oder Sonntagabend ist so ein bisschen unser Ritual. Aber ich mag dieses Ritual. Und es gehört auch zum Ritual, die Pizza in Pyjamahosen abzuholen. Pyjamahose mit Mantel und Stiefel. Stylish. Ich bin im Pizzakoma und verbringe den Abend jetzt auf der Couch mit Modern Family. Meine neue absolute Sucht. Diese Serie ist so geil, so lustig. Ich frage mich, wie ich die jetzt erst entdecken konnte. Ich meine, die gibt es ja schon ewig. Ja, spannend, das wird nicht passieren. Das heißt für diese Woche. Und wir sehen uns dann am Freitag in einem neuen Video.